So, wir warten auf den Anstoß. Noah Jones, der Neuzugang des KSV, wird ihn ausführen. Auf geht's. Also, das erste Heim-Hessen-Derby der Löwen in dieser Saison. Gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnertz. Es ist ein ganz wichtiges Spiel. Für die Mannschaft, für den Verein, weiß er. Und die Truppe ist auch entsprechend drauf eingestimmt worden. Kopfball! Der Ball ist im Tor. Ja, Ball ist im Tor. Fahne des Linienrichters geht hoch. Hinten an den Innenpfosten und rein. Und es ist wieder ganz schwach verteidigt. Eine Flanke von Pömnitz. Gucken nochmal drauf. So, hier sehen wir es. Pömnitz wird nicht richtig angegangen. Ball in den Strafraum. Kopfball schlägt ein am Innenpfosten. Und dann macht sich Zunker zwar noch lang, kommt aber nicht mehr ran. Ball ist bereits über der Linie und steht 1:0 für Fulda. Beim KSV, 11. Saison, auch in der Jugend ja schon, für den KSV gespielt. Gute Kopfballverlängerung, kein Abseits. Dona, Serkan Dona an die Latte. Führen 1:0, also die ganz große Eile haben sie gerade nicht beim Ausführen des Einwurfs, haben wir gesehen. Gaudermann auf Reinhardt, immer noch wieder Gaudermann. Die Bälle landen alle wieder bei den Fuldaern, auch die zweiten Bälle. Erinnert so ein bisschen an die zweite Halbzeit in Homburg am Dienstag. Ja, Wüst und Reinhardt, jetzt die beiden Offensiven ganz vorne in der Spitze. Pömnitz geht zu Boden, Schiedsrichter verlegt nach drinnen, 11 Meter. Marius Grösch, 3 Tore hat er schon erzielt in dieser Saison, er jetzt gegen Max Zunker. Oh, und Zunker ist wieder dran, wie beim letzten Elfer, den es hier gegen Balingen gab, aber wieder kann er ihn nicht um den Pfosten lenken und Fulda führt 2:0. Torschütze Marius Grösch, 4. Saisontreffer. Wüst. Hillmann, Flanke, Reiner daneben, Schussmöglichkeit noch, drüben von rechts außen, wäre kein Abseits gewesen. Riesendusel für den KSV, Zunker außer sich hier, weil seine Vorderleute überhaupt nicht mehr in die Zweikämpfe kommen. Verlagerung rüber auf die rechte Seite, zumindest der Versuch. Brill verliert den Ball, kleine Konterchance, eigentlich noch Überzahl für den KSV. Jetzt nicht mehr, Überzahl für die Fulda. Wüst hat viel Platz auf der linken Seite. Wüst nimmt er den Weg direkt zum Tor, immer noch Wüst und der ist drin. Ah, bitter, dass ausgerechnet einer der zuverlässigsten Löwen, Freddy Brill, den Ball hier verliert. Dann ist es eigentlich noch eine Überzahl. Das ist aber ein sensationeller Pass. Da laufen 2 Löwen auf den Ballführenden. Daher hat Wüst ganz viel Platz. Und jetzt, Achtung, legt er in sich einen Ticken eigentlich zu weit vor. Grätscht dann noch rein und mit der Pike hinten ins lange Eck. Wenn alles geht, dann geht alles. Ja? Ich kann mir fast vorstellen, dass er auch heute nicht alle 5 Wechsel ausreizt. Morgen. Najar, kein Abseits. Flanke kommt, gut weitergelegt und das könnte er noch sein, aber was eine Parade! Boah, stark von allen Beteiligten. Das ist ein guter Kopfball von Fischer, der im Rückwärtslaufen da noch mit dem Kopf rankommt. Aber was für eine Parade von Tobias Wolf. Wie eine Schonfrist für Zunker von Felix Brigan, der sich sagt, komm, die Löwen sind genug bestraft heute und jetzt pfeift er auch ab. Also 0:3, auch am 8. Spieltag gibt es nichts mit dem ersten Sieg für die Löwen. Im Gegenteil, es gibt die 6. Niederlage. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.